Wunderbar, das Spiel ist abgestürzt. Geil. Macht das richtig Spaß. Wenn alle drei Rennen abkackt, das Spiel. Ja, dann muss ich ja kurz vom Ende des Spiels das Spiel nochmal beenden. Freiwillig. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ende nochmal war vor dem Spiel. Ob ich dann irgendwie drei Rennen irgendwie random fahre oder wie das war. Keine Ahnung. Ich glaube, das war auch nicht so dramatisch, das Spiel hier. Das war einfach nur so ein typisches, oh, das ist das Ende. Das war's? Das war das Spiel? Naja, wir hatten ja Zeit, oder? Die mussten innerhalb von einem Jahr ja irgendwas zusammenkleistern, also. Und trotzdem hat sich das Spiel verkauft. Zwar nicht mehr so gut, im Leben nicht mehr so gut wie den Vorgänger, aber es hat sich immer noch verkauft. Dass sich gelohnt hat. Naja, Blackbox wurde erst eine Rente geschickt nach Need for Speed One. Wo es dann hieß so, ein Schwein, macht nur Kacke. Er lohnt dich, macht euer Land dich. Was? Nach all der Zeit? So viel Scheiße hier, Need for Speed Spiele, wie wir rauskacken mussten. Und wie gut die sich verkauft haben. Jo, tschüss. Das macht jetzt Ghost Games. Nein, nicht Ghost Games. ich weiß nicht, aber die Ghost Games Spiele waren irgendwie fast alle katastrophal. Ey. Nicht alle, aber sind echt furchtbare Spiele dabei gewesen. Und was gab es sonst noch? Robobodo? Ach nee, Robobodo hat, glaube ich, Tony Hawk gemacht? Ach, weiß ich gar nicht mehr, ey. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass sie verkackt hatten. Richtig hart verkackt. Du denkst so, was macht ihr mit dem Franchise? Nein, lasst es in Ruhe. Ihr habt es getötet. Ihr Schweine. Was sind das denn hier? Grafikfehler? Das fände ich gut. Nicht, dass das Spiel sich auf einmal auffängt. Muss ich die Textur noch weglassen? Nein, da sieht das Spiel aus wie aus dem Jahre 2006. So, 2006, naja. Habe ich aber letztens eine Kundin gehabt, die hat einen Fernsehapparat von 2008 gehabt. Wo ich auch so dachte, ja, 2008, das ist ja gar nicht so alt. Und dann so überlegen so, 2008, das ist ja schon scheiße alt. Überleg mal das. Den Fernseher, der ist 2 Jahre älter als das Spiel hier. Und das Spiel ist schon scheiße alt. Ja, ist ja auch klar, dass der Fernseher nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Nee, obwohl das überhaupt noch so lange lebt. Qualität von Henkel. So, zurück zu uns beiden. Was gab es jetzt noch für Rennen? Rundkurs, Sprint, okay. Ganz normale Rennen, kein Canyon. Obwohl, der letzte Canyon ist auch gut gelaufen, ne? Zum Glück ist er ja erst danach abgestürzt. Nach dem Canyon. Natürlich, Neville, wir machen alle fertig, denn wir nossen dann alle vorbei. Selbst wenn ein scheiß Porsche GT ist. Ach, guck mal wieder, wer mitfährt. Schon wieder... Der Typ, wo ich vergessen habe, wie der hieß. Bei einem stinknormalen... Ach, Wolf ist das, glaube ich. Bei einem stinknormalen Rundkursrennen. Unspektakulär. Da. Also ein bisschen muss ich auch aufs Spiel achten, ne? Ich will nur die ganze Zeit labern hier. Also, es gibt so viele Abkürzungen. Guck mal da! Super duper mega Abkürzung verpasst! Super duper mega Abkürzung. Ich wollte sagen, irgendwie hätte ich keine genommen. Auch doch, ja. Andere auch. Und da habe ich noch eine Abkürzung verpasst. Mann! Was mach ich denn hier? Bei der zweiten Runde aber! Und trotzdem habe ich keine geholt, ey. Wahnsinn! Obwohl ich so hart verkackt habe, gerade mit den Abkürzungen. Das war ja locker eine Ersparnis von 10 Sekunden. Denkt man manchmal, ne? Aber es gibt auch die typischen Nicht-Abkürzungen. Wo man denkt, die sind Abkürzungen, aber dabei braucht man doch länger. Was willst du denn? Verpiss dich, wer auch du bist. So sagen bestimmt zu sein, ja, Profi. Bestimmt er mit seinem. Bestimmt er mit seinem Porsche Carrera DGT und ich hab recht gehabt. Guck mal, Neville lässt sich zurückfallen. Ja, ja, ja. Damit ich nicht schlecht aussehe, Neville, ne? Ach. Wahnsinn, die fahren alle die Verlängerung. Ja, wir wollten alle eine Chance geben. Besteht ja noch ein ganz bisschen Hoffnung. Und gerade wenn ich hier jetzt gleich die andere Abkürzung nehme. Jede Abkürzung nehmen. Die Abkürzung hier und die Abkürzung. Ja, 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 jetzt auf einmal die Abkürzung.
Was? Hau ab, Horschigerarität! Ich weiß, dass du schnell bist. Denn mich haben sie einfach aus dem letzten Teil genommen. Trotzdem gewonnen, obwohl ich grauenhaft gefahren bin. Grauenhaft. Oh Mann, das ist mir eigentlich sowas und scheißegal. Man hört auf, meine Gebiete zu einstellen. Warum sollte ich in jedem Scheißspiel? Wenn du alle Dinge eingenommen hast, dann können die die Territorien gar nicht angreifen oder zurückgewinnen. So war das auf jeden Fall bei den anderen Spielen, die ich gespielt habe. So wie die alten Assassin's Creed zum Beispiel. Erhöht oder ich glaube, das war das Spiel mit den Territorien, glaube ich. Schon lange her. Denn Assassin's Creed ist auch schon fucking alt. Ich glaube, der erste Assassin's Creed kam tatsächlich auch 2006, oder? Als das Spiel herauskam? Wow. Weiß ich gar nicht. Das ist auch schon alles so lange her. Ich glaube, ja, der kam tatsächlich für Xbox 360. War auch ein ziemlich alter Titel dafür. Ja, ich glaube, das könnte sogar hinkommen. 2006, 2007. Der erste Assassin's Creed. Der sieht komischerweise von der Grafik her auch gar nicht mal so kacke aus. Also im Gegensatz zum zweiten Teil, der ist irgendwie ein bisschen schlechter gealtert von der Grafik. Von der Grafik, ne? Nicht vom Gameplay. Aber es ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich den zuletzt gespielt habe. Also den ersten Teil und den zweiten Teil, also insgesamt den ganzen alten Assassin's Creed Krimskrams. Abkürzung. Nimmt man wirklich eine Abkürzung? Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich eine Abkürzung. Ui, abbeziehen. Guck mal, das wäre aber knapp gewesen. Oh, 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 da kommt ein Auto. Ach, okay, Neville ist hinter mir. Fucking Neville! Willst du die mal abdrängen? Willst du mal? Sehr gut. Gut ist natürlich, das Gummiband gilt natürlich auch für Neville. Deswegen ist er ja, sag ich ja immer wieder, ne? Deswegen sind die auch so gut im Radarfallenrennen. Weil dann schießen die ja mit 500 Kilometer pro Stunde durch den Blitzekasten. Meilenweit sind die weg. Meilenweit. So weit, meilenweit, dass ich sie nicht mal. Doch, jetzt kann ich ihn wieder aktivieren. Könnte ich ihn, aber macht ja keinen Sinn. Das ist sowieso theoretisch ein unwichtiges Rennen. Hauptsache, ich gewinne hier. Theoretisch hätte ich mir auch die paar Dinger einfach wegnehmen lassen, weil ich glaube, du musst so die paar Ränder oben machen. Die da unten sind, glaube ich, alle scheißegal, die Dinger. Oder verliert man damit durch wirklich irgendwas? Kann ich mit dem Ding nicht schaffen. Was? Was? Rebel, bist du doof? Ja, nein, das bekomme ich weniger Geld dadurch. Nein! Scroll, scroll. War das schon das dritte Rennen? Spielsturz ab? Nein, hör auf. Psst, Spiel. War trotzdem auch Wahnsinn, ne? Wie viel Mühe die sich ja auch gegeben haben für die Umgebung, da beachtet man gar nicht so drauf, wenn du dieses, die Debug-Kamera freischaltest, womit ich auch immer die scheiß Screenshots mache und hier durch die Gegend fährst, dann siehst du auch so von wegen so, was die hier für einige Sachen drauf geachtet haben, ne? Dabei siehst du die gar nicht. Wenn du hier mit 200 Sachen durchgeschossen kommst, davon bekommst du gar nichts mit. Oh, fick dich doch. Mann, ja, was bist du doch? Du dreckiges Schiffding, ey. Wer weiß, vielleicht hätte ich auch noch gewonnen. Manchmal war ich ja so grauenhaft und gewinne trotzdem. Naja, das ist ja eigentlich wieder der Gummiband-Effekt. Weil, ja, oh Gott, ich mach die gleiche Scheiße nochmal. Mann, ich bin doch eins Profi, ey. Weil wenn ich natürlich weit hinten hängen, dann denken die auch hinten. Also fahren langsam. Gerade bei Need for Speed Underground, man, das ist so übelst hart. Gerade wenn du das cheatest. Wie war das gewesen? Ach ja, du konntest einstellen, dass die Computergegner niemals den ersten Gang verlassen. Und dann kannst du so gesagt einfach die wegziehen. Und irgendwann schaltet dir einfach trotzdem dieser Gummiband-Effekt.
Und dann rasen die einfach mit irgendwie 20.000 Kilometern hier vorbei. Du denkst du so, okay. Die Polizei. Da will ich rein. Ich fahre doch nicht kreuz und quer. Ich nehme dann immer die Abkürzung. Wow. Mann, verpiss dich doch. Mann, nimm dir eine scheiß Dreckskarre, Mann. Hau ab. Oh Gott, ich fahre wieder wie der letzte Depp. Ne, hinter mir. Achso, ja, hinter mir. Ja. Wisst ihr, was jetzt die Dingstaste wäre? Wie schön, dass du gebremst hast, extra für Neville. Ich sehe nichts. Einen schwarzen Bildschirm habe ich. Einen schwarzen Bildschirm. Das ganze Wochenende. Scheiße. Oh mein Gott, ist hier viel Verkehr. Oh, wenn ich so weiter schlecht fahre, dann haben wir gar keinen Vorsprung mehr. Das war nichts, Neville. Verloren. Toll, wollte ich das für meinen Vorteil ausspielen und dann... Nein, ich verliere. Ich bin so dumm. Fuck it. Oh, Mann, ist das dumm. Oh, Mann, ich gewinne auch immer nur, weil ich Glück habe, ey. Das Glück ist mit dem Dummen. So, dann gehen wir noch einmal wieder in den Unterschlupf. Und gehen auf Dunen. Haben wir noch irgendwas Tolles bekommen? Ja, wow. Turbo. Straßenpaket. Sonst noch was? Nein. Auch warum? Achso, ja. Kriegst ein Ausrufezeichen, ja, weil du was anderes bekommen hast. Da, ja. Was Schlechteres. Wahnsinn. Nur den Turbo. Kriege ich, um alle Tuning-Teile freizuschalten, das erst, wenn ich das Spiel durch habe, weil so viele Rennen sind das ja nicht mehr. Guck mal, Radar... Oh nein, Radarfalle. Schlimmste zuerst. Die Radarfalle.